Nur weil du nach der Geburt wieder viel zu früh Beeren sammeln gegangen bist. Das fliegt uns jetzt alles um die Ohren. Ja, danke, dass Sie gekommen sind. Ich wollte jetzt einfach nicht bis zum nächsten Elternsprechtag warten, um das mit Ihnen zu besprechen. Ja, worum geht's denn? Tja, als wir gestern aus der Pause gekommen sind, da haben wir das Klassenzimmer hier so vorgefunden. Ihr Sohn streitet auch gar nicht ab, dass er für die Schmierereien verantwortlich ist. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich bin mit meinem Latein langsam am Ende. Wir kommen für den Schaden natürlich auch für Umf. Um ganz ehrlich zu sein, wir stoßen da im Moment auch als Eltern irgendwie an unsere Grenzen. Mhm. Wobei ich ja glaube, dass es sich dabei auch um eine Hochbegabung handeln könnte. Hochbegabung? Guck dir das doch mal an. Da braucht man es ja nicht wundern, wenn du diesen Quatsch auch noch förderst. Was da genau hintersteckt, das kann ich jetzt gar nicht mit Sicherheit sagen. Fakt ist einfach, dass Ihr Sohn im Unterricht oft extrem unkonzentriert ist. Ja. Neulich hatten wir eine Doppelstunde gegenseitiges Lausen. Da hat er überhaupt nicht aufgepasst. Stattdessen irgendwas erfunden. Er nannte es dann ganz stolz das Rad. Und letzte Woche dann halt dieses Feuer. Feuer? Fragen Sie mich bitte nicht, wie er das gemacht hat oder was das überhaupt war. Aber plötzlich war da so ein helles, heißes Dings in der Höhle. Alles war voller Qualm. Und zwei Mitschüler haben sich an diesem Dings ein richtig, richtig schlimmes Auer geholt. Und alles, was er anschließend dazu gesagt hat, war, die Menschheit wird es mir noch mal danken. Ich bin doch mal wahnsinnig mit dem Bengel. Das ist alles deine Schuld. Weil du ihm keine Grenzen setzt. Ja, und was ist, wenn er recht hat und es ist am Ende nützlich? Ja, genau. Die Menschheit braucht ganz dringend noch hier... Feuer. Feuer. Nur weil du nach der Geburt wieder viel zu früh Beeren sammeln gegangen bist. Das fliegt uns jetzt alles um die Ohren. Ja, das sagt der Richtige. Du hast dich überhaupt nie um den Jungen gekümmert. Bitte? Ja, entweder warst du Mammutsjagd oder das Weibchen befruchtet. Das ist ja wohl... Das ist die absolute Höhe, Herr Tonka. Bitte. Ich glaube, er wäre vielleicht am besten auf einer... Neandertaler Schule aufgehoben, wo er dann die individuelle Förderung bekommt, die er braucht. Ich wusste es immer. Der Junge ist ein Versager. Ugh! Bitte sag sowas nicht.